So, hallo ihr Lieben. Hier oben haben wir letzte Mal aufgehört. Wir wollten uns die erste Etage ansehen, was hinter dieser Tür lauert. Oh, wir werden es bald erfahren. Okay. Ja, weiß ich, was hier ist. Hier liegt einer. Hallo. Gucken, ob der junge Mann gleich nicht doch nochmal überlegt, sich aufstehen zu wollen. Hier ist auch rot markiert. Das heißt, ja gut, hier klar. Hier stehen zwei Pflanzen, die können wir einsammeln. Deswegen ist es hier auch rot. Das heißt, wir wissen schon mal drei Pflanzen hier in der Ecke. Ja, können wir halt noch nicht alles mitnehmen. Oh, da haben wir schon einen anderen Kollegen gehört. Das wird nicht der auf dem Boden gewesen sein. Gucken wir uns hier mal um. Auf dem Schild ist eine Inschrift. Der Tod ist erst der Anfang. Okay. Hier haben wir eine Treppe nach oben. Ja, und hier können wir schon ahnen, was uns erwartet, ne? Auf dem Schild ist eine Inschrift. Der Tod ist der wahre Geist der Glückseligkeit. Es tut mir leid, wenn ich zwischendurch immer noch husten muss. Es ist immer noch die erste Aufnahmesession und ich ja, bin leider immer noch krank. Nicht dramatisch, aber ja, ich muss zwischendurch husten. Auf dem Schild ist eine Inschrift. Der Tod ist alles. So, da kommen wir noch nicht durch, ne? Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol ist eingraviert. Okay. Okay, ich zeige euch mal, was passiert, wenn wir jetzt den Schlüssel nehmen. Ihr könnt es euch bestimmt denken. Möge, wer dieses Symbol nimmt, Frieden im Tod finden. Ja, das sagt auch schon viel aus. Wir werden von links und rechts eingekesselt und von hinten auch. Und schon kommt der nette Mann und möchte uns zerschnetzeln. Na, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also legen wir den Schlüssel wieder zurück, können wir uns auch denken, dass wir etwas brauchen als Ersatz für den Schlüssel, um diesen Schlüssel nehmen zu können. Ich weiß jetzt nicht mal, welcher Schlüssel das war, der da liegt. Ich glaube, der Rüstungsschlüssel oder so. Es sind hier verschiedene Türen. Genau, das hatte ich glaube ich noch nicht gesagt, nämlich was Jill auch als Vorteil hat, sie hat nicht nur 8 Plätze und direkt eine Waffe. Gut, wir haben jetzt auch relativ schnell eine Waffe gefunden. Auch nicht so dramatisch. Jill hat einen Dietrich dabei. Damit können wir natürlich ein paar Türen öffnen, nicht alle, nicht die Türen, die halt so einen Helmschlüssel oder Rüstungsschlüssel oder irgendeinen bestimmten Schlüssel halt brauchen. Das macht die Sache aber mit ihr auch noch mal einen Ticken einfacher. So, wir hören schon. Da kommt ein Kollege angewatschelt, da ist er auch schon. Wir warten mal, bis er hier hinkommt. Ich möchte, auch wenn wir auf einfach spielen, mal gucken, kann ich den da schon treffen? Ja, okay. Dann laufen wir mal dran vorbei. Kann ich hier durch? Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Er steht auch noch mal auf. Beeilen wir uns mal. Ah, da blinkt was. Goldener Pfeil. Ja, nehmen wir mit. Oh, Muni! Nehmen wir auch auf jeden Fall mit. So, jetzt gucken wir mal. Raum ist immer noch hoch. Ach so, ja gut, da vorne stehen noch die Pflanzen, ne? Können wir hier durch? Die ist verschlossen. Okay. da oben waren wir jetzt, glaube ich, noch nicht, wo wir jetzt hinkommen. Aber ich meine, wenn wir jetzt von der anderen Seite versucht hätten, hätte er gesagt, die Tür ist von der anderen Seite verriegelt oder sowas. Entschuldigung. So, wir sind nämlich jetzt hier oben auf dem Balkon unter dem Speisesaal, wie man da unten ein bisschen sieht. Und hier läuft auch ein Kollege rum. Wir locken den mal eben hier vorne hin. Müssen wir nur ein bisschen warten, weil Muni sparen. Ach so, da liegt da was, ne? Dolch mitnehmen, ja. Verteidigungsobjekte auch immer gut, gut, gut.
Ich weiß, wir spielen das auf einfach. Man muss jetzt eigentlich, man kann hier, glaube ich, auch jeden Zombie dann bedenkenlos abknallen. Aber ich kenne mich auch, oh, das war, glaube ich, schon zu weit. Ich kenne mich aber auch in meiner Panik, schieße ich wahrscheinlich, wenn es gleich mal irgendwann brenzliger wird, jetzt ist ja noch Vorgeplänkel hier, ist ja noch keine Action. Ich kenne mich ja, dann schieße ich auch gerne mal daneben und so. Okay, jetzt ist hier nicht mehr rot. Ich glaube, wir haben ja alles eingesammelt. Ein Buntglasfenster. Das Muster in der Mitte erinnert an eine Frau. Wenn ich da mal Panik. Wo ist der jetzt? Hä? Okay, der ist, glaube ich, schon wieder da hinten auf der anderen Seite. Dann schieße ich auch gerne mal irgendwie so durch die Lüfte. Und da brauche ich die Munition. Deswegen, wenn es dann hier noch so ein bisschen friedlicher zugeht, dann. Und vor allen Dingen der da oben auf dem Balkon, der läuft ja eh die ganze Zeit nur im Kreis. Die können ja Gott sei Dank verfolgen die uns ja nicht und können durch die Tür oder so. Jetzt gucken wir mal, wir haben die Statue jetzt da umgeschmissen. War ja auch ganz offensichtlich, ne? Also da hat irgendwas in ihrer Hand geglitzert und ein Stückchen vom Balkon war da rausgerissen, abgebrochen, da konnten wir die jetzt runterwerfen. So, und da liegt jetzt so ein Steinchen, ne? So ein blauer. Wir haben aber keinen Platz, das mitzunehmen, ist das Problem. Wir könnten das Symbol wieder zurücklegen. Könnten wir tun. Wir gucken uns aber erstmal jetzt den Pfeil an. Prüfen. Goldener Pfeil. Die Pfeilspitze sieht aus, als könnte man sie abnehmen. Pfeilspitze. Die Pfeilspitze. Entschuldigung. Die Pfeilspitze besteht aus Peridot, das wie Smaragd aussieht. Oder heißt es Peridot? 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 Ja. So viel zum Thema Aussprache. Das ist mein Husten. Ich habe mich nur verschluckt, natürlich. So, kombinieren. Immer schön gucken, dass die Pistole voll ist, ne? Ich weiß nicht, ob ich das auch mit einem Short Key irgendwie Short. Weiß ich nicht, ob ich. Ob es das gibt. Ziel wechseln. Karte nachladen, doch. Mit. Tatsächlich mit. Okay. Ich versuche mir das mal zu merken. Ich habe im ersten Rundgang habe ich das nämlich mit Jill auch immer manuell gemacht. Und ich wollte die ganze Zeit immer mal nachgucken, ob ich das nicht irgendwie mit so einem. Ja, egal. So, wo waren wir jetzt noch nicht? Da kommen wir nicht durch. Da ist überall. Draußen waren wir noch nicht, ne? Oder? Ich meine, wir wären noch nicht draußen gewesen. Genau, die Tür ist auch noch grau. Grau bedeutet, sie ist auf. Blau bedeutet, wir waren schon durch und rot ist halt zu. So, schauen wir uns hier draußen mal um. Ach ja. Das ist schön, wenn man die ganze Zeit einfach so vor sich, sie ist von der anderen Seite verschlossen, also vor sich hinredet, dass ein zerbröckelnder Grabstein, er trägt weder Namen noch Inschrift, das beruhigt einen ein wenig. Auch wenn ich ja doch alleine bin. Fühle ich mich nicht ganz so ausgeliefert hier. Ja, hier liegt auf jeden Fall Gewehrmunition, das kann man schon mal merken. Ja, wir müssen uns hier einiges merken, da wir halt einfach so wenig Taschen haben. Taschenplätze, sagen wir mal. Ein Grabmal mit dem Bild eines Engels. Hier ist eine Einbuchtung in Form einer Pfeilspitze. Na, was für ein Zufall. Da haben wir doch gerade was mit. Schön. Ist ja auch noch nicht gruselig genug hier. Da kann man ja auch mal hinten im Garten, der wie ein Friedhof aussieht, in einen Keller gehen. Mit Feuer und Kettengeräuschen. Ja. Kann man das noch irgendwie toppen? Ich weiß es nicht. Die Kette bewegt sich, wohin sie wohl führt. Wer will denn sowas wissen? Ich meine, ich würde hier einfach nur weg wollen. Die Flammen zucken heftig. So, wir gucken uns mal hier um. Da hinten blinkt schon wieder was. Kann man hier eigentlich nicht übersehen. Ne? Sachen kann man hier nicht übersehen. Ein Buch ist in die Einbuchtung eingepasst. Mein Gott. Buch der Verfluchung mitnehmen. Ja. Verfluchung hört sich nicht gefährlich an. Die Flammen werden größer und größer.
Sie werden sie jeden Moment einholen. Okay, was haben wir hier? Eine Steinstatue mit einem Loch anstelle der Augen. Eine Steinstatue mit Löchern anstelle von Augen, Nase und Mund. Eine Steinstatue mit einem Loch anstelle der Nase. Eine Steinstatue mit einem Loch anstelle des Mundes. Okay, wir prüfen mal das Buch. Buch der Verfluchung. Es trägt den Titel Buch der Verfluchung. Okay, kann man das, wie war das nochmal, aufmachen? Ach da, in dem Buchrücken ist ein Schlüssel eingebettet. Entfernen. Sie haben folgendes, Hausschlüssel. So, da guckt er jetzt einmal rein. Buch der Verfluchung. Die vier Masken. Eine, die nichts Böses sagt. Eine, die nichts Böses riecht. Eine, die nichts Böses sieht. Eine, die nichts Böses sagt, riecht oder sieht. Wenn alle vier ihren Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. Ja, da bin ich doch geneigt, die vier Masken hierfür zu finden, um... Lass mich raten. Ne, ihr seht da oben den Sarg, ne? Ja. Natürlich. Als würden hier nicht schon Monster rumlaufen und dann gehe ich natürlich und ziehe los und sammle vier Masken, um das Böse erwachen zu lassen. Natürlich. Okay, wir gucken uns meine Schlüssel an. Ich habe einfach so Schiss gerade. Ein Schwert ist daran eingraviert. So, jetzt müssen wir los und wieder ins Haus zurück und mal gucken, welche Türen sich damit öffnen lassen. Er sagt ja immer, wenn wir versuchen, eine Tür zu öffnen, wird er uns sagen, welchen Schlüssel wir brauchen. Beziehungsweise, wenn das der richtige Schlüssel ist, wird er ihn automatisch dafür verwenden. Okay, gehen wir mal hier hoch. Und dann versuchen wir einfach mal die erste Tür. Ich weiß nicht mehr, welche das waren. Entschuldigung. Ich kann das hier jetzt leider auch nicht rausschneiden. Okay. Wo sind wir jetzt hier? Ach ja, für die erste Etage haben wir noch keine Map, ne? Ja gut, aber er zeichnet es ja trotzdem auf. Hier gibt es nur einen Haufen Krimskrams. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. War ich das jetzt, oder? Das Geräusch? Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist in... Genau, das meine ich. Hier brauchen wir halt den Rüstungsschlüssel. Wir haben jetzt den Schwertschlüssel, genau. Okidoki. Okidoki. Was haben wir hier? Die Tür ist verschlossen. Okay, hier brauchen wir auch das den Rüstungsschlüssel. Oh Gott. Ich weiß nicht mehr, ob hier was kommt oder nicht. Was ist das da? Ach ja. Das, ja, sieht aus wie eine Holzplatte oder sowas, ne? Fragt mich nicht, ich habe keine Ahnung. Können wir da irgendwas gucken? Nein. Die Tür war offen, ne? Ganz durch, ne? Genau. Aber wir gucken mal eben, was er bei der Tür, was er bei der hier sagt. Okay, die können wir von der anderen Seite also öffnen, wenn... Wenn er sagt, die ist von der anderen Seite verschlossen, dann können wir die eigentlich immer von der Seite dann auch öffnen. Ich weiß nicht mehr, wie wir zu der ersten Kiste kommen. Weil ich unheimlich gerne Sachen ablegen würde. Das finde ich gerade ein bisschen... Was liegt da? Da glitzert irgendwas. Ach so, ja. Okay. Ich glaube, ich weiß noch, was das ist. Pistolenmagazin, das können wir mitnehmen, weil das können wir nämlich stacken. Ein Schachbrett aus Elfenbein. Anscheinend endete das Spiel mit einem Schachmatt. Okay. Botanik. Verwendung medizinischer Kräuter. Es ist allgemein bekannt, dass vielen Pflanzen Heilkräfte zugeschrieben werden.
Seit Urgedenken heilen Menschen Wunden und Krankheiten mit verschiedenen Pflanzen. In diesem Buch untersuchen wir drei Kräuter, die in den Aklai Mountains wachsen und zeigen deren medizinische Eignung auf. Jedes Kraut weist eine unverwechselbare Farbe auf und zeichnet sich durch einen eigenen medizinischen Nutzen aus. Das grüne Kraut stellt körperliche Kraft wieder her. Das blaue Kraut neutralisiert natürliche Giftstoffe. Das rote Kraut allein hat keine Wirkung. Wird es jedoch dem grünen oder dem roten Kraut beigemischt, so verstärkt es deren Wirkung. Sie sollten allerdings ruhig selbst experimentieren, denn wahres Wissen wird am besten durch eigene Erfahrung erworben. Ich vermute, also wir haben ja grüne Kräuter, Kräuter. Grüne Kräuter haben wir ja schon gefunden. Blau noch nicht und rot auch noch nicht. Ich glaube aber, dass ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler, ne? Weil da steht, das Rote alleine, wenn du das nimmst, dann passiert ja gar nichts. Und da unten steht es, wenn du das dem Grünen oder den Roten beimischt. Das sollte wahrscheinlich heißen, wenn man es dem Grünen oder dem Blauen beimischt, dann verstärkt es deren Wirkung, ne? Das macht es wenig Sinn. Ein offenes Tagebuch. Die Seiten sind leer. Nicht viel erlebt dann im Leben, ne? Okay. Ist hier noch irgendwas? Ja gut, es ist rot, weil da vorne ja auf jeden Fall noch was liegt, was wir nicht genommen haben. Okay, da kommen wir durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe mich jetzt so erschrocken. Ich habe mich jetzt so erschrocken. Damit müsste ich eigentlich wissen, dass es kommt. Ey, Alter. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich drücke. Der lädt aber nicht nach. Ich habe jetzt. Da stand doch gerade Kreis, oder nicht, zum Nachladen, ne? Hat er jetzt aber nicht gemacht. Bleibt er jetzt liegen? Bleibt er. Ja, doch, da kommt er. Aber da ist noch einer, ne? Ich habe mich jetzt so erschrocken, dass ich durch die Tür wieder erstmal zurück wollte, um mich kurz zu akklimatisieren. Und dann wollte ich wieder in den Flur hier hinein. So, wo ist jetzt der andere Sack hier? Ich wollte mich einfach kurz sammeln. Ach, der ist gar nicht hier oben. Ich habe gedacht, der wäre da vorne. Wo ist der? Hallo? Unten steht er, ja, stimmt, genau. Ich kann ihn jetzt aber von hier aus nicht treffen, ne? Doch, kann ich holen. Haha. Hahaha. Ja, jetzt lache ich noch. Oh. Schnell dran vorbeilaufen. Oh, weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Oh, jetzt kriege ich schon wieder. Schon wieder Ausbrüche hier. Oh, jetzt sehe ich nichts geil, ey. Okay, warte, aber jetzt dürfte ich den eigentlich treffen. Ja. Okay, ich kann jetzt nichts einsammeln. Hier dürfte eigentlich der. Ja. Ach, Gott sei Dank. Hier haben wir jetzt den ersten Ruheraum erreicht. So, hier oben, was haben wir da? Munition. Ja, möchten wir gerne mitnehmen, danke. Kombinieren. Liegt da was auf dem Boden? Ja. Sonderanweisung zur Entsorgung von Leichen. Wir haben neue Informationen bezüglich dieser Wesen. Sie scheinen tot, doch sie können wieder zum Leben erwachen. Es gibt jedoch Methoden, um eine erneute Aktivität zu unterbinden. Derzeit sind zwei Verfahren bekannt, die eine Wiederbelebung verhindern. Erstens Einäscherung, zweitens Vernichtung des Kopfes. Falls weitere Methoden entdeckt werden sollten, werden sie umgehend benachrichtigt. Bis dahin wurde für alle, die noch nicht jeglichen Lebenswillen verloren haben, Öl im Erdgeschoss des Hauses gelagert. Nehmen Sie so viel Sie brauchen. Sie benötigen etwas, um es zu entzünden. Das müssen Sie selbst finden. Gut, bei ihm ist ja der Fall. Er hat ja das Feuerzeug automatisch dabei. Jetzt müssen wir aber erstmal in der Kiste hier gucken. Da sind auf jeden Fall schon mal Farbbänder drin. Die Pistolenmunition nehmen wir auch mal eben raus.
Und das Messer legen wir weg. Und das legen wir auch erstmal da rein. So, dann heben wir das Teil hier auf. Treibstoffkanister mitnehmen, ja. Ist momentan leer. Okay, da vorne hier müssten wir das eigentlich aufladen können. Das brauchen sie jetzt nicht, was? Es ist noch Kerosin da. Kanister auffüllen. Ach so. So muss man das machen, genau. Jetzt haben wir nämlich hier zwei drin. So, sonst war hier jetzt nichts, ne? Oder habe ich irgendwas übersehen? Alte Kisten und Leitern stehen da rum. Ah, okay. Zu oberst liegt eine Laterne. Durch das warme Licht entspannen sie sich. Ja. Entspannung sieht anders aus, aber okay. Ich gehe jetzt mal eben kurz raus und entzünde erstmal die beiden Zombies. Weil, ja, die werden sonst halt wieder irgendwann aufstehen. Die stehen nicht sofort auf, ne? Also man kann, mit Jill bin ich schon so zwei, drei, vier Mal, ich weiß nicht wie oft, an denen vorbeigelaufen, aber irgendwann sind die doch dann wieder aufgestanden. Und da habe ich echt keinen Bock drauf, weil du halt auch einfach Munition dann verschwendest. Das werde ich jetzt in dieser Runde etwas besser machen. Deswegen machen wir die beiden schon mal zuerst. Habe ich jetzt noch Platz? Ja. Dann nehmen wir die Pflanze mit. Mitnehmen, ja. Dann füllen wir den Kanister nämlich jetzt direkt nochmal wieder auf. Verwenden. Ach so, nee. Oh, jetzt mache ich das schon wieder falsch rum, ne? Ich muss ja den Kanister anklicken. Es ist noch Hälfte da, genau. Auffüllen, ja. So, jetzt haben wir wieder zwei. Alter Schlüssel. Ja, nehmen wir auch mal mit. Jetzt überlege ich gerade, wir sind ja ein bisschen angeschlagen. Dann verwenden wir das Kraut mal. Und dann speichern wir hier einmal ab. Weil ich nämlich dann hier wieder eine Pause mache. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!